Herzlich willkommen zum sechsten Teil der zwölfteiligen Serie Die größten Fehler beim Zeitmanagement. Heute geht es um TMM und das bedeutet ausgesprochen Termin mit mir. Was bedeutet das für dich als Unternehmer, als Gründer, als Führungskraft? In der Regel ist es so, dass du mit einem guten Zeitmanagement, mit klaren Zielen relativ schnell deine Woche ausgeplant hast. Wenn du allerdings dir keine Zeit für dich selbst nimmst, für deine Gedanken, für deine Überlegungen, dann kann es bei vielen Menschen dazu führen, dass sie in einen Stress kommen, dass sie sich nicht erholen können, dass sie sich nicht selbst belohnen können. Deshalb ist ein wichtiges Zeitfenster, was du dir vielleicht einmal am Tag oder alle zwei Tage oder vielleicht einmal in der Woche einen ganzen Tag auch eintragen solltest, Termin mit mir. Diesen Termin mit dir, den kannst du ganz unterschiedlich nutzen. Beispielsweise die einen machen eine Erfolgsstatistik und sagen, was habe ich alles heute gut gemacht? Also dieses Erfolgstagebuch. Andere wiederum führen ein Tagebuch und bedanken sich einfach schriftlich dafür, was sie alles am Guten erlebt haben. Die nächsten wiederum machen eine kleine Strichliste, eine Kennzahlenliste und messen quantitativ aus, was sie tatsächlich heute an Aktivitäten verbracht haben und ziehen daraus ihre Motivation, weil sie wissen, sie haben an ihrem Lebenshaus wieder ein Stück sinnvoll weiter aufgebaut. Die nächsten wiederum, die lenken sich ab durch ein gutes Buch, vielleicht durch ein Audiobuch, lernen ein wenig, treffen sich mit Menschen oder gehen einfach spazieren. Entscheidend ist also, dass du in diesem Termin mit dir täglich, wöchentlich, wann auch immer, wie häufig auch immer, darfst du selbst herausfinden, dir Zeit nimmst, aufzudanken. Es gibt auch Menschen, die diese Termine mit mir mehrmals über den Tag einsetzen, einfach um ihr Gehirn zu entlasten, zu regenerieren. Es gibt im Fitnessstudio die Erkenntnis, dass ein Bizeps nicht 8 Stunden am Stück trainiert werden sollte, dann baut er ab und nicht auf. Und das Gleiche kann auch mit dem Gehirn sein. Wenn du also längere Aufgaben hintereinander machst, kann irgendwann eine entsprechende Ermüdungserscheinung eintreten. Und hier kann es sinnvoll sein, dass du zum Beispiel Termin mit mir auch letztendlich kombinierst mit einem Powernapping. Also, dass du gezielt um 12 und um 16 Uhr beispielsweise in den Tiefphasen eine Erholungsphase einbaust, wo du dann dich regenerierst und wieder völlig entspannt, wie neugeboren gefühlt, an die Arbeit gehst. Du kannst natürlich auch Sport dort machen, eine Runde joggen gehen, spazieren gehen, schwimmen gehen, was auch immer dir einfällt, ein wenig Fitness- oder EMS-Training zu Hause machen. Find für dich selbst heraus, an welchen Tagen, an welchen Zeitpunkten pro Tag dir Termine mit dir selbst wichtig sind. Finde auch heraus, ob du tatsächlich einmal in der Woche auch einen gesamten Tag für dich brauchst. Dann heißt es nicht Termin mit dir, keinen kleinen Zeitslot, sondern einen gesamten Tag pro Woche, vielleicht dein persönlicher Gammel- oder Entspannungs- oder Regenerationstag. Entscheidend ist, dass du den Tag genauso wie deine Woche in Balance so ausplanst, dass Anspannung und Entspannung so aufeinander folgt, dass du nicht abbaust, sondern in Balance bleibst, fit bleibst, sodass auch die nächste und die übernächste Woche ressourcenreich starten kannst. Wenn du hier Unterstützung brauchst, dann lade ich dich ein, auch mit einem Coach zusammenzuarbeiten, der dir bestimmte Methoden bringt, um deine beispielsweise Energie- und Erholungskurve herauszufinden und dir dabei hilft, auch die Fragen zu stellen, die dazu führen, dass du deinen Terminkalender, deine Wochenplanung so aufbaust, dass du diesen Ausgleich hast zwischen Anspannung und Entspannung. Und morgen geht's weiter mit dem 7. Teil der Serie Die 12 größten Fehler beim Zeitmanagement.